Ja, wer hätte das gedacht? Das stellt man so her. Und man sieht ganz deutlich, es ist Mittag. Das schaut schon besser aus. Jetzt habe ich einfach ein neues Ziffernblatt gemacht, weil der Karton war doch ein bisschen zerrupft. Aber man sieht das wunderbar. Mittag ist. Mahlzeit. Und viel Spaß beim Nachbarn. Man sieht schon, die Sonnenuhr funktioniert eigentlich erst ab dem 20. März. Weil vorher steht die Sonne viel tiefer. Und dann wäre der Schatten da auf der Unterseite. Und im Herbst dann, Ende September, da verschwindet dann wieder. Da sieht man es wieder nur auf der Unterseite. Deswegen hat man sich schon früher mal Gedanken gemacht, wie man andere Sonnenuhr bauen könnte. Aber da haben wir ja noch Zeit. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, da die Sonnenuhr zu bauen. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen länger zu Hause sein. Und da haben wir sicher noch mal Zeit, eine andere Sonnenuhr auch zu bauen. Bis dahin, viel Spaß beim Zuschauen, wie die Zeit vergeht. Tja, so wird es so schnell nichts mehr. Ich bin dann gleich wieder da. Jetzt war er weg. Jetzt war er weg. Mal schauen, wie lange er mich da arbeiten lässt. Jedenfalls nicht lang. Hallo. Ich glaube, ich muss das ein bisschen später weiter erzählen. Kurze Pause. Und wer da jetzt genau geschaut hat, der wird festgestellt haben, die Südrichtung stimmt, die Sonnenuhr haben wir richtig gebaut, wir haben sie ja richtig hingestellt und trotzdem hat es da eine andere Zeit angezeigt. Warum das so also ist, das muss ich ein bisschen später noch erklären. Oder vielleicht mache ich da noch ein eigenes Werkstück einmal, wo man das sehen kann.